Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute um meine Puzzle. Und es haben sich zumindest mal zwei Leute unter einem meiner Videos gemeldet, die gesagt haben, es wäre ganz nice, wenn ich euch ein bisschen mehr zu diesen Puzzlen berichte und euch die Puzzle vielleicht auch mal zeige. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache das an dieser Stelle auch mal. Also, ich habe in meiner Jugend ein Thomas Kincaid Puzzle geschenkt bekommen. Ich war bei meiner Tante und sie hat gesagt, ich darf mir gerne was aussuchen. Wir waren in irgendwo in einem Karstadt. Und ich war noch nie so der Puzzle-Typ, Leute. Eigentlich, also ich hatte mal ein Puzzle, ich hatte so ein Pferdepuzzle und so ein Puzzle mit so einem Pärchen drauf in Schwarz-Weiß. Aber das Pferdepuzzle habe ich nie gepuzzelt und das Schwarz-Weiß-Puzzle, glaube ich, einmal. Das war auch, glaube ich, nur ein 500er und das Pferdepuzzle war, glaube ich, ein 1000er oder 2000er, ich bin mir nicht sicher. Nie wirklich richtig gepuzzelt, habe ich nicht gemacht. Dann habe ich von meiner Tante eben dieses Thomas Kincaid-Puzzle geschenkt bekommen. Und zwar war das das Ariel-Thomas Kincaid-Puzzle, das hier noch an der Wand hängt. Gott sei Dank ist das noch nicht umgezogen, das heißt, ich kann es euch noch zeigen. Ich habe halt keine Ahnung, ob es spiegelt, weil es ist eingerahmt. Ja, so ein bisschen konnte man es sehen, denke ich mal. Und es hat relativ lange gedauert, bis ich das gepuzzelt habe, Leute. Es ist ein 1000er-Puzzle. Und es kann sein, dass ich Jahre dafür gebraucht habe. Ich hatte das halt immer auf so einer Puzzleplatte, die ich mir mit Geschenkpapier eingepackt habe, was totaler Bullshit ist. Weil das Geschenkpapier war bunt. Ich habe mir da einfach so ein Blumengeschenkpapier drum gewickelt, weil diese Scheibe, das war so eine Holzplatte, die ich halt übrig hatte und da war alles vollgekritzelt noch aus Jugendzeiten. Und ja, dann habe ich das gepuzzelt. Über Jahre habe ich immer mal wieder was gemacht, aber ich habe das nie so verfolgt, ne? Und dann hatte ich das irgendwann fertig. Und als wir dann hier in die Wohnung gezogen sind, vor 3 Jahren, 2018 müsste das gewesen sein, habe ich mir dafür dann einen Rahmen gekauft und habe mir das hier aufgehängt. Also ich hatte das drüben im Haus, glaube ich, schon fertig gepuzzelt, also wo ich noch bei meinen Eltern gelebt habe. Und habe das dann aber hier erst aufgehängt, weil ich vorher nie die Mühe mir gemacht habe, einen Rahmen dafür zu kaufen. Dieses Puzzle aber wunderschön ist. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die ein Puzzle puzzeln, machen es dann wieder auseinander und puzzeln es irgendwann nochmal. Aber ich habe damals nicht wirklich gepuzzelt um des Puzzles willen. Oder damals vielleicht schon. Aber jetzt momentan puzzle ich ja eher deswegen, weil ich diese Puzzle alle aufhängen will. Diese Idee hat sich in den letzten Wochen in meinem Hirn verfestigt. Ja, auf jeden Fall das dazu. Und jetzt wohnen wir 3 Jahre hier und dieses Puzzle hängt auch hier. Also es wurde aufgehängt, quasi ist quasi so zu dem Symbol meines Lesezimmers geworden. Und ich habe auch vor, genau dieses Puzzle wieder in mein Lesezimmer zu hängen, weil das einfach das Puzzle ist, wo am meisten für mich dranhängt, weil ich das einfach schon so lange besitze. Ich habe das geschenkt bekommen damals und damit hat es irgendwie angefangen, dass ich die Bilder von Thomas Kincaid halt so toll fand. Und ich habe, als ich das fertig hatte, damals auch schon mal geguckt, was gibt's denn von ihm sonst noch so? Also Thomas Kincaid ist ja Maler gewesen, er lebt nicht mehr, hat auch ganz, ganz viele Stillleben illustriert, also was heißt illustriert, gemalt. Seine Bilder sind unfassbar viel Geld wert. Also ein Original von ihm könnte ich mir niemals kaufen. Die sind sehr, sehr teuer. Und es gibt auch deutlich mehr Motive, als es sie in Puzzleform gibt. Also es gibt so die Thomas Kincaid Studios, die haben auch eine Homepage. Da könnt ihr sehr, sehr gerne mal drauf gehen. Ich kann die euch auch gerne in der Infobox verlinken. Und da sieht man alle seine Bilder. Und es sind unfassbar viele. Alleine von Mickey und Minnie gibt es bestimmt 4, 5, 6 Stück. Und in Puzzleform gibt es halt nur eins in diesem 1000er-Format. Es gibt auch noch 750er-Puzzle, wo es auch andere Motive gibt, die es jetzt nicht alle im 1000er-Puzzle-Format gibt. Ich sammle aber de facto nur die 1000er und hoffe, dass da vielleicht nach und nach auch noch ein paar Motive kommen, die es jetzt eben nur im 750er gibt, die man aber auch
bei uns in Deutschland kaum bekommen kann. Das ist eher so Amerika und England, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe diese 750er immer nur bei Google Bilder gesehen, aber zum Beispiel bei Amazon oder so habe ich die noch nie gefunden. Also da kriegt man die de facto auch einfach nicht. Sonst würde ich mir vielleicht zum Beispiel das Aladdin-Motiv gibt es nur in 750. Dumbo, glaube ich. Pinocchio habe ich auch schon irgendwo gesehen. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. No front. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt. Das ist schon länger her. Als wir schon hier gewohnt haben, bin ich dann irgendwann mal in den Rewe gegangen und da waren diese Puzzle im Angebot. Die gab es da billiger und ich habe dann da alle mitgenommen, die es da gab. Und habe sie nie gepuzzelt. Ich habe zwei davon mal angefangen und habe es nie durchgezogen. Und zwar waren das Bambi, Cinderella. Ich werde sie euch vielleicht hier mal einblenden. Das Bambi-Puzzle, das Cinderella-Puzzle, das Rapunzel-Puzzle, was ich auch wunderschön finde. Dann das Schneewittchen-Puzzle, wo sie im Wald steht und auf das Haus der Zwerge guckt. Und dann hatte ich noch eins, das habe ich mir auch schon vor Jahren auch schon gekauft, als ich noch zu Hause gelebt habe. Das hatte ich da schon. Ein gemaltes Mickey- und Minnie-Puzzle, was aber nicht von Thomas Kinkade ist. Es ist aber auch wunderschön, es ist auch gemalt. Es sieht wunderschön aus. Ich weiß nicht, was das für ein Maler ist, weil ich diese fünf Puzzle nicht hier habe. Denn da wurde das Ganze so ein bisschen angestoßen. Als ich jetzt mit meinem Mann, ja, wir sind ja jetzt dabei, momentan ein Haus zu renovieren und wir ziehen da diesen Monat auch hin, hatte ich so die Idee, hier hängt ja schon eins dieser Puzzle und ich habe noch fünf Stück unten im Keller liegen. Es wäre doch ganz nice, die im ganzen Haus aufzuhängen. So ein bisschen ein Disney-Thomas Kinkade-themed Haus sich zu errichten, weil ich die wunderschön finde und man sich dann keine Bilder kaufen muss und dann quasi aber trotzdem irgendwie ein Konzept hat. Ich meine, klar, es gibt Leute, die würden sich jetzt niemals Puzzle aufhängen, aber ich finde diese Bilder von Thomas Kinkade so verdammt schön. Und da ich mir de facto niemals ein Original werde leisten können, ist das für mich die nächstbeste Alternative. Ja, und dann habe ich halt so gedacht, Mann, was mache ich denn? Diese Puzzle, die kriege ich doch niemals selber gepuzzelt. Und da waren wir auch in unserem Haus drüben gewesen und da waren auch die Mutter von meinem Mann und die Tante von meinem Mann da. Haben da gearbeitet und dann meinen die sofort, oh ja, bringen Sie her, wir nehmen Sie mit, das ist entspannt. Oh, ne? Die feiern das voll, die puzzeln beide unfassbar gerne und auch unfassbar schnell. Ich hatte schon eine Woche später von Felix' Tante eine Nachricht, ich habe das erste schon fertig und ich war so, was? Also, ne, weil für mich, ich wusste ja noch genau, was für ein langer Prozess das für mich gewesen ist, dieses eine Ariel-Puzzle zu puzzeln. Ich war da so, oh Gott. Und ja, das heißt, fünf dieser Puzzle sind quasi jetzt schon fertig. Ich habe das Schneewittchen-Puzzle gepuzzelt, eins davon, es gibt mehrere. Es gibt einmal dieses hier, was ich halt habe, mit wo sie im Wald steht. Dann habe ich ja das Cinderella-Puzzle weitergegeben, das Mickey- und Minnie-Puzzle weitergegeben, das Bambi-Puzzle weitergegeben, das Rapunzel-Puzzle weitergegeben. So, und soweit ich das mitbekommen habe, sind die auch alle schon fertig gepuzzelt. Also es ist richtig heftig. Ja, und dann kam der Zeitpunkt, als diese Puzzle weg waren und meine Motivation ja so groß war, plötzlich, dass ich diese Puzzle alle haben will. Und da fing das Ganze an, Leute. Ich bin am Sammeln und habe jetzt schon ganz, 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 ganz viel zusammengesammelt. Ich habe schon drei Puzzle fertig gepuzzelt. Ich bin am vierten dran. Ich bin gerade so drin. Das war ja auch so der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, jetzt Hörbuch zu hören, weil beim Puzzeln kann man nicht lesen. Das ist de facto nicht möglich. Und dabei kann ich Fernsehen gucken, das habe ich auch schon oft gemacht, dass mein Freund vorm Fernseher saß und ich halt hier am Esstisch, weil ich ja jetzt, dadurch, dass das DVD-Regal weg ist, habe ich freien Blick quasi auf den Fernseher oder halt Hörbuch hören. Und das ist super, es hat super funktioniert bisher. Ich bin wirklich motiviert. Und jetzt insgesamt fehlen mir von den Thomas Kinkade-Puzzlen, von allen, die es halt in Deutschland, sage ich jetzt mal, verfügbar gibt bei Schmidt Puzzle. Das ist die Marke, wo die vertrieben werden quasi. Fehlen mir noch sieben Stück. Und alle anderen habe ich mir zusammengesammelt. Ich werde sie euch jetzt mal zeigen. Ich werde euch auch erzählen, welche ich schon gepuzzelt habe. Ich werde euch auch erzählen, welche mir noch fehlen. Ich habe aber ganz, ganz, ganz dringend vor, mir die sieben fehlenden auch noch zuzulegen. Und dann kann es losgehen. Also,
Es ist einfach heftig, Leute. Und auch da, meine Sammelleidenschaft ist halt einfach geweckt. Ich bin ein Sammler, so war ich schon immer. Und meistens war das bei DVDs und Büchern der Fall und jetzt eben bei Puzzeln. Aber das ist halt ja auch etwas, was mein Haus verschönert und was so ein bisschen auch einfach mich darstellt. Und das finde ich halt auch einfach schön, wenn man in diesem Haus umherwandert und einfach sieht, okay, da ist ein Konzept dahinter. Und das macht die Person einfach aus, ne? Ich liebe Disney. Ich liebe fast jeden Disney-Film. Ich und mein Freund haben letztens erst Raya geguckt. Ich fand den so super. Klar, er ist ein bisschen überdreht und ich fand auch, dass nicht alle Witze unbedingt nötig gewesen wären. Ich fand, es war sehr überspitzt von dem Humor. Sonst fand ich den Film aber toll und wir haben den echt gerne geguckt. Ja, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es geht jetzt um die Puzzle und ich glaube, ich zeige euch erstmal die, die ich gepuzzelt habe. Zum einen ist da natürlich hier das Ariel-Puzzle, wo ich jetzt leider momentan die Verpackung unten liegen habe. Deswegen ja, müsst ihr euch mit dem spiegelnden etwas hier zufrieden geben. Es ist wunderschön. Und dann kamen die drei dran. Das nächste, was ich gepuzzelt habe, ist Peter Pan. Und da ist mir noch nicht aufgefallen, dass Thomas Kinkade ab und zu in seinen Puzzeln Figuren aus anderen Puzzeln oder anderen Disney-Welten drin versteckt. Ich glaube, bei diesem ist es nicht der Fall, aber bei einigen anderen schon und ich werde es euch auch gleich zeigen. Also es fand ich so heavy. Ich hatte nämlich ein bisschen Angst, Leute. Und das werde ich euch gleich anhand eines anderen Puzzles erläutern. Danach habe ich dieses Puzzle gepuzzelt, nämlich Winnie Pooh. Es ist unfassbar schön. Ich finde die Farben toll. Ich muss auch sagen, ich habe mir so ein bisschen die buntesten zuerst ausgesucht, weil es gibt auch Puzzle, dazu kommen wir später, an die ich mich noch nicht dran getraut habe, weil die einfach fast in einer komplett identischen Farbe gestaltet sind und dann werden die unfassbar schwierig zu puzzeln sein. Ich meine hier, zum Beispiel das Wasser, das war unfassbar einfach. Ich bin halt so, ich fange immer mit dem Rand an. Das ist, glaube ich, so eine sehr gängige Vorgehensweise. Dann, also ich sortiere halt einmal erstmal den kompletten Pott nach Rand, Figuren, Wasser, Himmel und Blumen und Grün, sag ich jetzt mal. Und Blumen und Grün ist meistens das Schwierigste. Ich meine, ihr seht das ja hier, Blumen, Blumen, Blumen. Thomas Kinkade macht das sehr gerne. Blumen, Blumen, Blumen. Grün, Grün, Grün. Und das nimmt ja richtig viel Platz vom Puzzle auch ein, Leute. Also hier bei einem Puzzle hatte ich zuerst natürlich die Figuren. Das Wasser war super einfach, weil das alles in einer relativ selben Farbe gemacht ist. Die Figuren, das Schiff, das Krokodil, die Meerjungfrauen, das war super einfach. Am schwersten habe ich mich wirklich mit den Blumen getan und auch hier hinten mit den Bergen. Aber im Endeffekt, dadurch, dass dieses Puzzle so unfassbar bunt ist, ging das sehr, sehr gut. So, das ist es fertig. Ich habe das schon zusammengeklebt. Ich habe mir halt so einen Puzzlekleber gekauft. Das heißt, ich kann das jetzt hier anheben und es fällt nicht mehr auseinander, wisst ihr? Also das ist für mich, gibt das einfach ein sichereres Gefühl. Es kann nicht mehr auseinanderbrechen und ich kann es schön einrahmen. Es gibt da extra Puzzlekleber, damit kann man über die Oberfläche gehen und dann wird es schön zusammengeklebt. Ja, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Puzzle. Ich finde die Farben toll. Peter Pan ist zwar jetzt nicht unbedingt einer meiner Lieblings-Disney-Filme, aber da ich ja, wenn meine Sammelleidenschaft geweckt ist, von einer Sorte alles haben muss, zählt das natürlich auch dazu. Und ich finde, das ist auch eines der sehr, sehr schönen Motive von Thomas Kinkade. Übrigens hier an dieser Stelle meistens das Logo von Thomas Kinkade oder auf der anderen Seite, aber hier ist es hier. Es ist meistens links, aber ich habe auch schon ein Puzzle gehabt, wo es rechts ist. Ja, genau. Das ist quasi das erste Puzzle, was ich dann jetzt hier vor, wann habe ich denn angefangen? 1, 2 Wochen, würde ich mal behaupten. Also, das lief am Anfang recht gut, aber es hat ein bisschen gehängt, wenn ich ja unter der Woche arbeiten war. Aber es ging recht schnell. Aber ich glaube, so schnell wie das dritte Puzzle habe ich kein anderes puzzeln können. Aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Machen wir mal mit dem zweiten Puzzle weiter. Das war hier Winnie Pooh. Das finde ich ehrlich gesagt auch wunderschön. Und wenn ihr auf die Thomas Kinkade Studios Seite geht, da gibt es noch ein zweites Thomas Kinkade Bild. Das gibt es leider nicht im Puzzleformat, aber als Bild. Und das ist auch sehr, sehr schön. Aber hier war es auch wunderbar. Die Blumen konnte man hier sehr gut machen, weil es nicht so viel Blumenfläche gibt. Natürlich auch die Figuren, das Wasser. Hier der Baum war sehr einfach. Und dann kam wieder das ganze Grün. Hier, das dunkle Grün, das war relativ schwierig. Aber ansonsten ging das hier auch sehr, sehr gut. Also ich muss sagen,
Ich habe mir halt echt die einfachsten Puzzle bisher ausgesucht. Es kommen echt noch schwerere auf mich zu und da habe ich ein bisschen Respekt auch vor. Und hier haben wir auch wieder Thomas Kinkade. So, und hier haben wir einmal das zweite, wundert euch nicht, darunter liegt jetzt das Peter Pan Puzzle. Ich stapel die halt so aufeinander. Also ich finde es sehr, sehr hübsch. Es gefällt mir wirklich unfassbar gut. Und auch das hatte ich relativ schnell fertig. Ich glaube, ich habe keine Woche gebraucht, ne? Also ich meine, hier kann man halt wirklich schnell so zusammenlegen, die Blumen, die Figuren und alles andere findet sich auch. Aber ich muss sagen, ich habe mich dann mit diesen dunklen Grünflächen doch auch sehr schwer getan manchmal. Aber es macht halt, momentan bin ich echt drin. Ich habe halt auch keine Ahnung, wenn ich mal alle gepuzzelt habe, ob dann irgendwie ein Lebensinhalt von mir verloren geht, weil ich mir so denke, nein, ich will aber noch und jetzt gibt's hiervon keins mehr. Ich würde mir halt sonst keine an die Wand hängen. Ich finde die hier wunderschön, aber ich glaube, andere Puzzle wären jetzt für mich auch nichts. Ich finde halt Thomas Kinkade ist unfassbar toll und ich stehe da halt total drauf, ne? Und irgendwie prägt's mich halt, weil das Ariel-Puzzle, das ist halt irgendwie schon auch Jugend so und da verbinde ich halt auch viel mit, ne? Und ja, genau. Es ist halt echt, ja, es macht auch unfassbar viel Spaß. Plötzlich bin ich zur Puzzlerin geworden, was total komisch für mich ist, weil ich eigentlich ein so krass ungeduldiger Mensch bin. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich jetzt so durchpowere und auch so schnell bin. Ich habe halt online gelesen, das Schnellste, was man Tausender Puzzle puzzeln kann, das sind 15 Stunden. Ich glaube, es gibt bestimmt auch Menschen, die da schneller sind. Bei mir war das Schnellste das Puzzle, was jetzt hier nachkommt. Dafür habe ich gerade mal 2 Tage gebraucht. Und ich meine, man puzzelt ja nicht durch, ne? Das heißt, ich habe keine 48 Stunden gepuzzelt. Ich habe natürlich auch noch geschlafen. Das war an einem Freitagabend habe ich angefangen und an einem Samstag, so gegen Nachmittagabend, war ich fertig. Und ich habe nicht durchgehend gepuzzelt. Aber ich bin momentan so motiviert, weil ich halt ja ein Ziel habe. Wisst ihr, ich glaube, das ist bei mir immer maßgebend. Ich habe ein Ziel, ich will das fertigstellen, ich will die alle aufhängen und dafür müssen die gepuzzelt sein. So, ne? Und damit hat sich das. Dann muss es halt gemacht werden. Und dann mache ich das. Und Felix hilft mir auch dabei. Und das nächste Puzzle, was ich tatsächlich so schnell gepuzzelt habe, ist auch das, was am teuersten war. Und zwar ist das das hier. Leute, ich habe nämlich alle Puzzle neu gekauft, weil die liegen so zwischen 10, 15, 16, 17 Euro, je nachdem, über welchen Anbieter man sie bestellt. Und dieses hier gibt es leider neu nicht mehr. Also das ist ein Motiv, wo ich auch noch in Erinnerung hatte, dass ich es mal gesehen hatte, als ich das Ariel-Puzzle gepuzzelt habe, also schon recht alt. Und ich habe das nie gefunden. Und ich dachte mir so, hä, was ist denn mit diesem Puzzle? Ne? Also ich weiß, dass es von Schön und Biest noch 2 andere gibt. Eins davon besitze ich noch, das ist noch ungepuzzelt. Und eins davon fehlt mir noch. Und ich dachte mir so, hä, was ist damit? Dann habe ich davon auch nur einen 750er gesehen. Ich dachte mir so, Alter, ich weiß doch, dass es das gab. Ja, und dann habe ich das gebraucht gekauft. Wobei das bei einem Puzzle, Leute, sehr, sehr nervenaufreibend ist, weil man immer Angst haben muss, dass ein Puzzleteil fehlt. Selbst bei neuen Puzzlen kann es immer vorkommen, dass ein Teil fehlt. Und jetzt war das gebraucht. Und ich habe dafür sehr viel Geld bezahlt, weil das nicht mehr produziert wird. Ich habe dafür 46,99 € bezahlt. Und ich dachte dann, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich das puzzle. Und das war auch das erste Puzzle, bei dem ich entdeckt habe, dass andere Märchenfiguren drin versteckt sind. Und ich hoffe, dass die Kamera das aufzeichnen kann. Aber in dem Puzzle, in dem ich jetzt dran bin, ist es auch der Fall. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Es ist total süß. Ich finde es ganz, ganz toll, weil ich das gar nicht wusste. Und jetzt suche ich halt immer bei jedem Puzzle. Und bei den beiden, die ich vorher gepuzzelt habe, ist mir nichts aufgefallen. Bis heute nicht. Falls ihr vielleicht was wisst, sagt es mir. Aber bei dem hier schon. Und das zeige ich euch jetzt mal. So, hier ist das Puzzle, das ich wirklich, wirklich, wirklich schnell gepuzzelt habe, Leute. Und ich war unfassbar happy, dass es vollständig war. Ich hatte zum Schluss so Panik, weil ich gezählt hatte. Zum Schluss, wenn man nur noch so eine Reihe hat, ja, dann kann man ja zählen, wie viele Puzzleteile einem noch fehlen. Und ich war der festen Überzeugung, dass eins zu wenig dabei ist. Und es war zum Schluss vollständig und ich war so, Leute, ich hatte so Angst, ne? Und ich war einfach happy. Und zwar haben wir hier die beiden Mäuse von Aschenputtel, die bei Die Schöne und das Biest eigentlich nichts verloren haben. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Jetzt muss ich erstmal selbst auf die Suche gehen. Wo ist mein Finger? Hier. Da. Da ist Schneewittchen, die auf das Haus der Zwerge zugeht. Ich werde euch mal hier neben das Bild nochmal einblenden. Ja, ihr Lieben.
Das ist so winzig. Wenn wir jetzt mal ganz weit weggehen, erkennt man das gar nicht. Ich glaube, auch auf dem Bild, auf der Verpackung sieht man das nicht. Aber ich habe das beim Puzzle natürlich sofort gesehen. Ich glaube, wenn ich da nicht richtig aufgepasst hätte, hätte ich das gar nicht mitgekriegt. Und ich glaube auch, dass es echt Zufall war, weil ich dachte mir hier, als ich diese Puzzleteile gesehen hatte mit den Mäusen drauf, dachte ich mir so, Alter, hat die mir das falsche Puzzle geschickt? Da habe ich schon fast einen Herzinfarkt bekommen, weil das so teuer war, das Puzzle. Aber als ich dann hier Schneewittchen entdeckt habe, da habe ich mir gedacht, Thomas Kinkade, was hast du da getan? Ich fand es so toll und ich glaube, dass es kaum jemandem aufgefallen ist. Vielleicht ist es auch jedem aufgefallen und ich bin so dumm, dass ich das nicht gewusst habe, aber bei den anderen beiden ist mir gar nichts aufgefallen, auch bis heute nicht, auch nicht, wenn ich danach suche. Aber hier, ich meine, das hier ist ja auch eins der ältesten. Es könnte natürlich sein, dass er das da noch gemacht hat. Aber bei dem, was ich jetzt puzzle, das zeige ich euch jetzt auch mal, habe ich auch schon was entdeckt. Und zwar puzzle ich gerade dieses wunderschöne Puzzle hier. Das ist Dornröschen. Und wie ihr seht, ist auch hier eine der beiden Mäuse von Aschenputtel versteckt. Sonst ist mir jetzt noch nichts aufgefallen, ehrlicherweise. Leute, ich habe gerade herausgefunden, wer sich im Dornröschen-Puzzle versteckt. Und zwar ist es Sasu. Guckt mal. Ich habe es in dem Teil hier entdeckt. Und ich habe auch jetzt direkt herausgefunden, wo im Bild er sitzt. Ich hätte es aber so niemals gefunden. Und zwar sitzt er hier. Es müsste Sasu sein. Ich find's total geil. Und ihr Lieben, da versteckt sich Bambi. Ich finde das so geil. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie geil ich das finde. Hier oben war ja Sasu. Da ist Bambi. Und hier ist die eine Maus aus Aschenputtel. Ich glaube aber, sonst habe ich jetzt hier nichts aus einem anderen Film gefunden. Aber das ist doch heftig, oder? Ich finde das so nice. Also, Thomas Kinkade ist schon ausgefuchst, ehrlich. Und ihr Lieben, ich habe noch jemanden entdeckt im Dornröschen-Puzzle. Nämlich Tinkerbell. Sie sitzt zwischen den Vögeln. Das heißt, wir haben jetzt Tinkerbell, wir haben Bambi, wir haben hier die Maus. Und wir haben Sasu. Ach ja, wo es gerade um Tinkerbell geht, das habe ich ja ganz vergessen. Tinkerbell ist im Schöne und das Biest-Puzzle auch drin. Das war, glaube ich, auch eine der ersten, die ich entdeckt hatte, neben den Mäusen und Schneewittchen, dass Tinkerbell auch hier drin ist. Also finde ich sehr lustig. Ich glaube, Tinkerbell ist auch so eine sehr begehrte Figur von Thomas Kinkade, die er gerne in mehreren Puzzlen einbaut. There she is. Es kann aber auch sein, dass das beim Puzzlen selbst kommt, dass mir vielleicht noch was auffällt. Ich weiß es nicht. Hier ist übrigens der Puzzlekleber. Den konnte ich lustigerweise bei uns über die Buchhandlung bestellen. Finde ich super. Ja. Hier bin ich gerade bei und wie ihr seht, es ist ganz genauso, wie ich euch erklärt habe. Ich mache immer erst den Rand, obwohl ich sagen muss, dass es bei dem hier ein bisschen schwieriger ist, weil mir drei oder vier Randteile fehlen. Ich sortiere die ja immer, also ich schätze, die sind irgendwo da hinten in den anderen Puzzleteilen aus Versehen gelandet. Auf jeden Fall der Rand, dann kommen die Figuren, das Pferd habe ich. Ich habe auch schon die eine Maus entdeckt. Dann habe ich schon die Feen entdeckt. Natürlich das grüne Kleid noch nicht, weil so viel in diesem Bild ist grün, dass ich das wahrscheinlich beim Sortieren einfach übersehen habe. Dann hier. Und das Schloss und das Dorf und den Himmel habe ich auch schon halbwegs gepuzzelt. Das war sehr einfach. Und Leute, jetzt kommt halt wieder Blumen, Grün und Wald. Und das ist immer so krass, wenn man das dann so vor sich hat und man so das Gefühl hat, man hat noch nichts gepuzzelt einfach. Und dass jetzt nur noch Grün und Wald übrig ist, dann denkt man sich immer so, ach du Scheiße, ne? Und das liegt hier jetzt seit dem Wochenende, nachdem ich am Samstag die Schöne und das Biest beendet hatte, habe ich direkt hiermit angefangen und jetzt unter der Woche kam ich halt gar nicht dazu, ne? Weil ich arbeiten war und dann habe ich halt nur in Anführungszeichen das hier geschafft. Bin aber sehr, sehr happy damit. Vielleicht wird es am Wochenende wieder ein bisschen mehr, obwohl wir dieses Wochenende noch sehr viel zu tun haben. Aber ja, genau. Ja, Fun Fact zwischendurch, Leute. Das hat jetzt mit dem Puzzeln gar nichts zu tun, aber warum habe ich jetzt momentan so viel zu tun?
Kommen wir zu einer ganz kleinen Zwischenphase hier. Es liegt daran, dass unsere Halle für die Hochzeit, wir haben ja vor, am 10. Juli zu heiraten, und wenn die Inzidenzen unter 50 bleiben, und es sieht mittlerweile sehr, sehr gut aus, dann darf ich das sogar machen. Man darf in Innenräumen mit so 100 Leuten feiern, und wenn man eine Location hat, die halt auch draußen ist, dann sogar mehr. Draußen dürfen sogar 200 Leute feiern, und bei uns beginnen hier momentan wieder die ganzen Veranstaltungen von der Stadt. Die Schlosskonzerte finden statt, natürlich mit erhöhten Auflagen, aber das sind alles Dinge, die man auf einer Hochzeit natürlich auch regeln kann. Dass alle getestet sind, dass sich alle in eine Liste eintragen. Ich meine, das ist Familie, die Nummern von denen habe ich sowieso. Man kann dafür sorgen, dass die Leute innen drin Masken tragen. Man kann sich um sowas kümmern, und wir sind alles erwachsene Menschen. Aber nein, die Gemeinde und die Stadt meint, die Bürger derart kontrollieren zu müssen, dass sie die Hallen nicht für private Feiern öffnen. Das heißt, unsere Location, das ist hier eine Volkshalle, hier eben in der Gemeinde, wird für private Feiern nicht geöffnet werden. Egal, ob die Regierung und das Gesundheitsamt sagen, dass ich feiern darf. Einige mögen das jetzt wahrscheinlich gerecht finden, weil sie wahrscheinlich sagen, ja, da gehen die Inzidenzen doch nur höher. Hier finden Schlosskonzerte statt, wo mehr Leute kommen als auf meine Hochzeit. Hier finden Veranstaltungen statt, und ich kann auf meiner Hochzeit doch genauso gut dafür sorgen, dass sich alle an die Regeln halten, wie auf einer Veranstaltung von der Stadt auch. Aber die Stadt meint, nein, private Bürger können wir nicht kontrollieren, und deswegen schließen wir die Hallen. Und das ist nicht nur in unserer Gemeinde so, das ist auch in der Gemeinde, die quasi direkt gegenüber liegt, wo meine Eltern herkommen, da ist das genauso. Da sind auch alle Hallen dicht, sodass ich jetzt einen Monat vor unserer Hochzeit noch dafür sorgen musste, dass wir eine Location finden. Es könnte dazu kommen, also wir haben schon mehrere Leute, und das ist ja das Heftige, die Gastronomie ist so heftig dankbar für solche Feiern, weil die jetzt ein halbes Jahr Geld ausgleichen müssen. Wir waren letztens beim Mexikaner, der gesagt hat, dass er über 160.000 miese gemacht hat. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Gastronomen sind echt am Arsch. Die freuen sich dann über solche Feiern, die sie natürlich machen dürfen. Denn die Regierung und auch das Gesundheitsamt sagen, dass ich darf. Nein, die Stadt möchte das nicht. Und sie schreiben mir auch noch mit einem Zeigefinger, wir wollen ja, dass die Inzidenzen nicht hochgehen. Bitte haben Sie Verständnis und Rücksichtnahme dafür. Ich habe jetzt 1,5 Jahre Rücksichtnahme und Verständnis gezeigt, Leute. Versteht mich nicht falsch. Ich halte mich jetzt schon seit bis zu 2 Jahren. Es sind fast 2 Jahre, Leute. Halte ich mich an die Regeln. Und ich bin niemand, der da so krass dagegen hetzt, obwohl es einiges gibt, was falsch gelaufen ist. Ich bin ein Mensch, der sich an alles hält und auch bei der Hochzeit an alles halten möchte und will und sich darum gekümmert hat, dass jeder weiß, dass er einen Test vorzuweisen hat, dass jeder Rücksicht auf die anderen nimmt. Und trotzdem sagt die Stadt nein. Obwohl mir die Regierung von ganz oben sagt, ich darf. Und ich habe sogar korrespondiert mit dem Gesundheitsamt, die sich die Halle angeguckt haben, die gesagt haben, das können sie machen, das ist kein Problem. Sie müssen auf Abstand achten, sie müssen darauf achten und darauf achten. Und trotzdem sagt die Stadt nein, die Hallen bleiben für private Feiern gesperrt, obwohl überall hier in der Stadt und in der Gemeinde Veranstaltungen von der Stadt organisiert werden. Man fühlt sich langsam ein bisschen verarscht, Leute. Und ich muss mich hier an der Stelle mal aufregen, weil ich einfach möchte, dass es Leute da draußen hören und sehen, wie unfair das nur noch ist. Es ist nur noch Schikane. Es möchte sich keiner den Schuh anziehen, wenn sich dann jemand ansteckt. Obwohl man als Privatperson meiner Ansicht nach besser dafür sorgen kann, dass sich die Leute schützen, als auf einem Fest, wo 400 Fremde kommen. Das ist meiner Ansicht nach einfach nur noch Schikane, weil sie uns nicht kontrollieren können, in dem Fall, weil es halt privat ist. Und langsam habe ich kein Verständnis mehr. Und langsam geht meine Rücksichtnahme auch ein bisschen flöten. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich unfassbar glücklich darüber bin, dass ich am selben Tag, als ich das von der Stadt erfahren habe, mehrere Gastronomien angerufen habe, die sofort gesagt haben, wir nehmen sie mit Kusshand. Die haben schon vor unserer Hochzeit andere Hochzeiten, also die Woche vor uns sind schon Hochzeiten hier überall in der Umgebung. Und es gab schon ganz viele Locations, die gesagt haben, sorry, wir sind ausgebucht. Ich hatte hier in den Tiergärten nachgefragt, ich hatte bei den Burgen, bei den Schlössern nachgefragt. Und die sind alle schon ausgebucht, weil sie alle Veranstaltungen für diese privaten Feiern möglich machen. Und ich sage hier, Kusshand an alle Gastronomen und Restaurants, die das Brautpaaren ermöglichen, denn man darf es ja legalerweise machen. Und trotzdem sperren sich die Gemeinden dagegen. Und ich finde das so unfassbar, Leute. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie unfassbar ich das finde. Dass man so von oben herab behandelt wird, als wäre man dumm und als würde man nicht dafür sorgen können, dass sich die Leute nicht anstecken auf so einer Veranstaltung. Nur weil es vielleicht im letzten Jahr
300 Leute feiern gab, wo eben überhaupt nicht drauf geachtet worden ist, heißt das doch nicht, dass wir uns gegenseitig nicht mehr vertrauen können. Also ich finde das ganz, 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 ganz schlimm, weil in die Bürger ihrer Stadt hat die Gemeinde kein Vertrauen mehr. Da fehlt dann die Kontrolle bei einer privaten Feier und ich finde das unter aller, dass es so weit gekommen ist, ehrlich, muss ich euch wirklich sagen. Naja, auf jeden Fall haben wir mehrere Locations in Aussicht und es ist eine wunderschöne dabei und ich habe diese Frau wirklich mit Kusshand begrüßt und sie war so, es ist kein Problem, ihr dürft doch. Ihr dürft mit 100 Leuten hier drin, ihr dürft mit 200 Leuten draußen und wir haben ja 80 bis 90 Leute, ne? Also wir sind absolut im Rahmen, wir sind noch nicht mal zu viele und selbst wenn, hätte man beim Gesundheitsamt fragen können, ob auch ein paar Leute mehr kommen dürfen. Was nicht der Fall ist. Wir liegen absolut im Rahmen und dürften. Wenn natürlich jetzt die Inzidenz wieder bei 50 steigen, dürfen wir nicht. Aber wir sind hier momentan, glaube ich, bei 15 bis 20. Also wenn es so bleibt, dann dürfen wir auf jeden Fall auch. Unser Pfarrer hat schon gesagt, ja, in der Halle 80 Leute, natürlich mit Maske. Wenn wir draußen Gottesdienst machen, dürfte man sogar ohne Maske momentan, ne? Also es ist so, so viel momentan möglich und dass man von oben herab so behandelt wird, von der eigenen Gemeinde und der Stadt, finde ich wirklich nicht okay. Und deswegen habe ich gedacht, wollte ich das an dieser Stelle einfach nochmal erwähnen. Wir werden jetzt eine andere Location wählen und sollte eine Woche vorher die Halle doch noch geöffnet werden, dann könnt ihr euch euer Geld gerne woanders holen. Wir werden diese Location nicht mehr nehmen. Und ich meine, der Mann, der uns die vermittelt hat, kann natürlich absolut nichts dafür, weil da sprechen natürlich die Bürgermeister. Und Das geht meiner Ansicht nach überhaupt nicht. Finde ich ganz, ganz schlimm. Ich meine, es gibt ja einige, die sagen, ja, das liegt nur an den Privatfeiern, wenn die Inzidenzen hochgehen. Das ist Schwachsinn. Man kann als Privatperson genauso darauf achten, dass die Maßnahmen getroffen werden, dass ein Hygienekonzept da ist und dass sich jeder dran hält. Das kann man, wenn man das möchte, machen. Und ich möchte es. Ich möchte meine Hochzeit gerne feiern und ich kann das auch unter den gegebenen Umständen sehr, sehr gut umsetzen. Und dass dann aber das gegenseitige Vertrauen einfach nicht da ist und dass einfach nur Kontrolle gewollt ist. Und dass mir dann noch in einer E-Mail zurückgeschrieben wird, dass ich Rücksichtnahme zeigen soll, finde ich, ist das Ätzendste, was ich mir vorstellen kann. Wirklich. Also da habe ich mir gedacht, ich bin kein Kleinkind mehr. Aber danke, dass Sie mir vorschreiben wollen, wie ich darüber zu fühlen habe. Denn ich soll Rücksicht nehmen darauf, dass ja vielleicht die Inzidenzen steigen könnten, wenn ich meine Hochzeit feiere. Vor allem, Leute, da wird einem noch so Panik gemacht. Es ist ja nicht so, als hätte man nicht eh schon Sorge, dass vielleicht durch die Feier sich jemand infiziert. Natürlich ist diese Sorge da. Man möchte das natürlich nicht und genau deswegen trifft man ja Vorkehrungen, dass genau das nicht passiert. Aber man möchte auf der sicheren Seite sein. Deswegen sage ich ja zu jedem, dass er einen Test mitbringen soll. Es sind auch schon einige Geimpfte. Man kümmert sich ja extra darum. Was denkt ihr, was ich mir für Gedanken mache? Aber es geht hier um einen Traum, den ich schon seit meiner Kindheit dann habe. Und soll ich jetzt aufhören zu leben? Man muss doch irgendwann, ab irgendeinem bestimmten Punkt, auch einfach mal sagen, okay, das ist mein Leben. Und wenn das möglich ist, dann möchte ich es jetzt doch auch machen können. Was ist hier das Problem? Und ja, sorry, das musste ich an der Stelle hier mal kurz rauslassen. Kleines Zwischenfazit, jetzt kommen wir wieder zu den Puzzeln. So, und zwar haben wir hier Alice im Wunderland. Das habe ich noch nicht gepuzzelt, wie alle anderen Puzzle, die jetzt nachher kommen. Wir kommen jetzt eben zu den Puzzlen, die ich noch nicht gepuzzelt habe. Ich glaube, das hier könnte auch in Anführungszeichen recht einfach werden, weil es sehr, sehr bunt ist und gute Motive hat, die man gut zusammensetzen kann. Deswegen ist das, glaube ich, auch eins der nächsten, die ich puzzeln werde. Dann haben wir hier das einzige 2000er-Puzzle, das zu dieser Serie gehört. Und das habe ich mir auch gebraucht geholt. Und zwar aus dem Grund, weil hier eben auch Motive drauf sind, die es eben im 1000er-Puzzle nicht gibt. Und zwar ist das Aladdin, Dumbo und ein Mickey und Minnie Schlittschuhbild und hier das Hintergrundbild von Peter Pan, das gibt es auch nicht. Ich finde das sehr, sehr schön. Es ist so ein Gesamtbild quasi, wo ich tatsächlich überlegt habe, ob ich es mir nicht übers Bett hängen möchte im Schlafzimmer. Das wäre so irgendwie, ne? Das wäre so, das würde mir gefallen, glaube ich. Ich hoffe, dass es vollständig ist. Ich glaube aber, dass das ein Puzzle ist, was ich gerne zum Puzzeln weitergeben werde an Felix Mom oder Tante, weil 2000 Puzzleteile wird mir, glaube ich, ein bisschen zu viel. Dann haben wir hier König der Löwen, das ich deswegen recht schwierig finde, weil das quasi zu 70, 80% aus Himmel besteht. Das kann man aber gut sortieren und dann haben wir halt hier ganz viele Tiere. Also ich glaube, das ist ein Puzzle, das könnte noch ganz in Ordnung sein, weil der Himmel sich halt ganz gut
sortieren lässt halt, ne? Ja, die schlimmeren Puzzle kommen noch, die so vom Farbton her so gefühlt komplett einheitlich sind. Das hier könnte noch gehen, aber da bin ich schon so ein bisschen kritischer. So, das hier ist eins der Puzzle, wo ich das Gefühl habe, das könnte recht schwierig werden. Ich finde nämlich mal abgesehen davon, dass wir hier auch wieder sehr viel Grünfläche haben, dass gerade hier hinten dieses Blau-Grau und hier die Steine und der Fluss von den Farben her sehr arg ineinander übergehen. Das mag jetzt auf dem Bild hier gar nicht so aussehen, aber wenn man die Puzzleteile mal vor sich hat, dann kann sehr schnell so ein Steinpuzzleteil mal aussehen, als gehöre es hier hinten zu der chinesischen Mauer. Das ist einfach so und es ist halt super schwierig, wenn man das nicht sortieren kann, wisst ihr? Zum Beispiel bei dem Puzzle hier, da kann ich die Puzzleteile wirklich komplett sortieren zu, was gehört hier oben zu, was gehört hier unten zu. Das ist noch recht einfach. Hier kann ich die sortieren, die Pferde, vielleicht die Brücke, Mushu, vielleicht hier hinten das, aber das wird schon schwieriger. Vielleicht auch noch hier den Baum. Alles andere wird ein Mischmasch. Und da dann zu sortieren, was gehört wohin. Puh, Leute, ich habe vor diesem Puzzle Respekt. Wirklich. Also es wird sehr, sehr schwer. Genauso wie dieses Puzzle hier. Ich meine, das besteht. Dieser Baum, der könnte noch gehen, außer dieses Braune hier. Also die Blätter könnten ganz gut gehen. Das Braune hier ist schon recht schwierig. Und der Fluss, dadurch, dass der Fluss keine einheitliche Fläche ist, wie zum Beispiel einfach nur hier unten, könnte das auch recht schwierig werden, weil der sich halt so schlängelt. Und dann haben wir ganz viel Himmel, wo aber das Schiff auch drin ist. Und dann haben wir hier die Figuren, aber nicht so viele Figuren. Von dem habe ich auch noch die Finger gelassen, Leute, wirklich. Also ich glaube, dass es das auch nicht so einfach wird. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich wirklich. Ja, Leute, dieses Puzzle. Ach, ich weiß nicht, ob ihr das im Licht so gut seht. Hier oben ist es ein bisschen besser. Besteht halt zu 90% aus Blau. Ich meine, mal abgesehen von der Figur, die kann man gut machen. Hier, das kann man gut machen. Das hier wird schon so ein bisschen. Ja, okay, ihn kann man gut machen. Aber alles andere ist braun. Ich meine, vielleicht lässt sich die Burg auch noch ganz gut puzzeln, aber. Alter, vor diesem Puzzle habe ich so Angst. Es ist aber sehr, sehr schön. Also von Disneys Belle oder Schön und das Biest gibt es drei Puzzle insgesamt. Und zwei Stück habe ich schon. Das dritte ist hier das Wintermotiv. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ich liebe ja auch die Schön und das Biest, die Winter-DVD. Die habe ich auch. Die ist wunderschön. Ich liebe es. Und das fehlt mir halt noch. Aber hier habe ich sehr krassen Respekt vor. Vor diesem Puzzle habe ich richtig Respekt und ja, mal sehen, wie das so wird. Und hier, ihr Lieben, sehen wir auch die Puzzle, die mir jetzt noch fehlen. Das ist nämlich hier zum einen Disney Schön und das Biest Winterzauber. Finde ich auch sehr, sehr schön, aber wird unfassbar schwierig, weil ich meine, guckt es euch an. Es ist einfach nur weiß und hier sind die Figuren und da. Es ist einfach nur weiß. Es wird sau schwer. Dann haben wir hier Mickey und Minnie, das einzige Tausender-Puzzle, was von Mickey und Minnie gibt. Finde es auch sehr schön, obwohl ich sagen muss, dadurch, dass es ja von Mickey und Minnie keinen Film gibt, habe ich da überhaupt keinen Bezug zu. Weil das ist ein Haus mit einem Herzfenster. Ich habe gar keinen Bezug dazu. Ich hatte zu Mickey und Minnie von Disney auch tatsächlich immer schon am wenigsten Bezug. Aber natürlich, ich bin eine Sammlerin, ich brauche dieses Puzzle. Dann haben wir hier natürlich 101 Dalmatiner. Oh, ich glaube, eins ist hier doch nicht drauf, nämlich Aristocats. Das kann ich euch aber gleich nochmal einblenden. Hier haben wir 101 Dalmatiner, finde ich auch sehr, sehr schön. Hier haben wir Susi und Strolch, wird unfassbar schwierig. Guckt es euch an, es ist einfach nur bunt, aber irgendwie nicht so bunt, dass man gut sortieren kann. Es wird sau schwer. Und hier haben wir Disney Schneewittchen Tanz mit dem Prinzen, heißt es, glaube ich. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Dim, 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 die habe ich, die habe ich, die habe ich. Hier haben wir Dschungelbuch, das fehlt mir noch, aber Dschungelbuch ist mir auch nicht so wichtig, weil dazu hatte ich auch nicht so einen krassen Bezug. Und dann, das blende ich euch jetzt mal hier an der Seite ein, ist noch Aristocats, das fehlt mir auch noch. Ja, ihr Lieben, tut mir wirklich leid für den Zwischenausraster vorhin, aber da ich euch ja immer recht viel erzähle, habe ich gedacht, das erzähle ich euch auch mal, einfach damit man auch mal sowas mitbekommt. Ich finde das einfach auch sehr wichtig, dass man eben auch erzählt bekommt, was momentan halt so wie und wo gemacht wird, wer wie und was kontrolliert oder versucht zu kontrollieren. Und ja, ich sag da ganz dicken Stinkefinger, ich werde meine Hochzeit irgendwie feiern können, Leute. Und wenn es mit 50 Leuten weniger im Garten ist. Ich möchte das dieses Jahr machen, denn eine Organisation von einer Hochzeit ist unfassbar schwierig, die ganzen Dienstleister unter einen Hut zu bringen, wo nächstes Jahr sowieso alles schon ausgebucht ist. Ich habe von Paaren gehört, die ihre Hochzeit auf 2023 verschoben haben, deswegen.
Und das ist für mich keine Option. Mein Freund würde es dann gar nicht mehr machen wollen. Und das ist für mich keine Option, weil es für mich der Traum schlechthin ist. Ich habe mein Kleid, ich will mit diesem Kleid in die Kirche laufen. Und ich finde auch, wenn ich auf mich gucke, dass ich es verdient habe, meine Hochzeit zu feiern. Und das klingt total selbstsüchtig, aber ich lebe dieses Leben nur einmal. Und wir haben uns jetzt ein halbes Jahr zu Hause eingesperrt. Irgendwann muss man wieder anfangen zu leben. Man kann das mit Sicherheitsmaßnahmen machen und das werden wir auch. Aber ich werde mich da nicht unterkriegen lassen. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil ich möchte diesen Tag genießen. Das ist ein Tag, der ewig in Erinnerung bleiben wird. Und das sollte er auch. Es ist ein Kindheitstraum und ich sollte das irgendwie machen können. Und wie gesagt, wir sind jetzt ein halbes Jahr eingesperrt worden. Wir haben jetzt anderthalb Jahre so, so viel mitgemacht, obwohl einiges so falsch gelaufen ist. Und jetzt irgendwann sollte mal wieder ein bisschen Vertrauen in die Bürger gesetzt werden, weil das Ganze basierte auf Kontrolle. Kontrolle der Bürger und nicht im Vertrauen dessen, dass die Bürger vielleicht auch von alleine drauf gekommen wären, sich umeinander zu kümmern und gegenseitig aufzupassen. Und ich finde, dieses Vertrauen wurde einem dementsprechend auch in die Regierung genommen, weil wo kein Vertrauen da ist, da kann ich auch kein Vertrauen hinstecken. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, von unserer Stadt, von unserer Gemeinde, dass einfach dieses Vertrauen wiederkommt. Weil wie lange möchten die denn bitte die Hallen noch sperren für private Feiern, obwohl diese stattfinden könnten? Wie lange wollt ihr denn, dass dieses private Leben uns verbieten? Wie lange, wenn sogar die Regierung sagt, dass wir jetzt wieder dürfen und das alles wieder möglich ist? Also nicht alles, aber ein bisschen was. Und ich würde mir einfach wünschen, dass dieses Vertrauen wiederkommt, weil mir fehlt es. Und wenn ich keins bekomme, dann kann ich auch keins zurückgeben. Und man würde ja wünschen, dass in der Gemeinde, wo man lebt, dass man da Vertrauen hat. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Aber eigentlich ging es ja hier um die Puzzle. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen, trotz meines Anfalls. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von den Puzzeln so haltet, ob ihr selbst auch puzzelt, wie ihr Thomas Kinkade so findet und die Puzzlemotive, die es mit tausend Teilen ebenso gibt. Vielleicht kommt ja auch noch was, wie gesagt. Ich hoffe halt, dass vielleicht Aladdin nochmal wiederkommt oder auch Dumbo. Fände ich sehr, sehr cool. Oder vielleicht auch das zweite Motiv von Winnie Pooh und von Peter Pan. Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie lange ich dafür brauchen werde, das alles zu puzzeln. Wie gesagt, mir fehlen ja auch noch 7 Stück. Und wie das dann im Endeffekt im Haus aussehen wird und wo ich was hinhänge, das wird ja dann auch noch ein Prozess werden. Wie gesagt, ich glaube, das große 2000er kommt über unser Bett und das wird bestimmt super. Ja, genau. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Das Video ist lang genug. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.